Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop AG Care. Ja, Claudia ist nicht zu sehen. Ich hoffe, die meisten sind nicht enttäuscht, dass ich im Urlaub einspringe. Aber wir wünschen ihr wirklich einen schönen Urlaub und das hat sie sich auch verdient, muss ich mal sagen. Ja, heute ist der 8. Juli 2024 und ich freue mich, dass ich Sie hier im Workshop antreffe. Und ich kann Ihnen schon versprechen, es gibt wieder Interessantes mit dem Ziel, Verbesserung der Lebensqualität zu berichten und anzuregen. Und dass ich nicht vergesse, ich bedanke mich ganz herzlich für die Assistenz im Hintergrund von meiner Frau Renate und siehe da, Tochter Claudia auch im Urlaub steht zur Verfügung im Hintergrund, ihre Fragen aufzubereiten für mich, die Sie im Chat eingetragen haben und eintragen werden. Ja, ich schaue erstmal in den Chat, ob ich auch gut zu vernehmen bin, visuell und natürlich hauptsächlich Audio im Ton. Bild und Ton ist gut, Frau Langenbach, recht vielen Dank. Also können wir loslegen. Ich starte jetzt gleich meine Folien. Es sind ganz wenige, sage ich Ihnen auch gleich. Ich habe heute ein bisschen einen anderen Weg vor, aber ich vergesse nicht, zu Beginn gleich Ihnen diese Folien auch zum Download anzubieten. Und Sie können ab jetzt sich das herunterladen und haben die ganze Zeit des Workshops dafür die Gelegenheit. So, dann beginnen wir mit der Präsentation. Mal sehen, ob ich das alles noch kann. Ja, 8. Juli 2024 und ich bin unten links derjenige und mein Name ist Werner Ulrich, wer sich vielleicht noch nicht zugeschaltet hat in der Vergangenheit, für die, die relativ neu sind. Auch heute wieder der wichtige Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht. Und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und jetzt will ich zu Ihrer Verwunderung gleich stoppen und dass ich im Bilde bin, hat den Hintergrund, dass ich Ihnen jetzt etwas vortragen möchte zu einem besonderen Thema. Das Thema lautet Autoimmunerkrankung und es reiht sich ein in das, was wir wollen. AG Care kann ja eine wichtige Rolle zur Verbesserung der Lebensqualität bringen. Das haben wir in den vergangenen Jahren deutlich machen können. Das hauptsächlich in der Praxis und durch die Berichte zahlreicher Menschen, denen mit AG Care geholfen wurde, ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Dass es dem überwiegenden Teil der Menschen in den sogenannten entwickelten Industrieländern zum Ende des Lebens sehr schlecht geht, er sogar häufig Pflegehilfe in Anspruch nehmen muss, das ist bedauerlich, sehr bedauerlich. Wir erkennen, dass ca. 99%, also fast alle der Menschen, in ihren letzten Lebensjahren dahinsiechen, anstelle das Leben zu genießen. Nur ca. 1%, 1% geht das nicht so. Es lebt bis zur letzten Stunde glücklich. Übrigens, in der Welt der wild lebenden Tiere ist das Verhältnis übrigens genau umgekehrt gegenüber dem Verhältnis bei uns Menschen. Nur 1% siecht am Ende des Lebens dahin. Das ist bei den Tieren so. In großem Maße haben wir Menschen es in der Hand, ob wir zu den glücklichen 1% gehören oder am Lebensende der intensiven Pflege bedürfen. Sehen Sie sich an, was ich Ihnen im Folgenden in einem kurzen Video zu vermitteln habe. Es ist nicht nur emotional, es ist auch sachlich. Wir schauen uns das Video gleich an, wenn es gelingt, Ihnen das vorzuspielen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das spielen kann.
What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace? Ja, ich denke und habe Zeichen bekommen, dass es nicht alle technisch, dass es bei allen nicht hundertprozentig technisch gut angekommen ist. Deshalb möchte ich es Ihnen gern noch einmal vorspielen. Ich halte es halt wirklich für so wichtig. Strong enough to embrace every moment. Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es wirklich, und ich bin der festen Überzeugung, zum großen Teil selbst in der Hand, wie wir uns verhalten können, oder beziehungsweise noch deutlicher das zu sagen, zu welcher Seite des Videos wir uns zählen dürfen. Zur linken Seite, wo glückliches Leben bis zur letzten Stunde möglich ist, oder eben zur rechten Seite, wo man die letzte Lebenszeit quasi nur dahin sieht. Lassen Sie mich in meinen heutigen Bemerkungen auf ausgewählte Aspekte von Autoimmunerkrankungen eingehen. Es geht also um Autoimmunkrankheiten. Das Immunsystem sollte normalerweise unseren Körper vor Krankheiten schützen, indem es Krebszellen, Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger bekämpft. Bei manchen Menschen greift das Immunsystem jedoch irrtümlich gesunde Zellen im eigenen Körper an. Dies nennt man Autoimmunerkrankungen. In Deutschland leiden 5 bis 8% der Bevölkerung an mindestens einer von 80 bis 100 verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Diese Krankheiten sind nach Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Krebs die dritthäufigste Krankheitsgruppe. In den letzten Jahren haben Autoimmunerkrankungen wie Typ-1-Diabetes und Multiple Sklerose zugenommen. Das trifft leider für andere Autoimmunerkrankungen auch zu. Dieser Anstieg ist sehr besorgniserregend. Autoimmunerkrankungen können zu Organschäden, Schmerzen und jahrelangen Fehldiagnosen führen, was das Leben der Betroffenen stark belastet. Eine Studie aus dem Jahre 2022 zeigt, dass die Zahl der antinukleären Antikörper, die häufig bei Autoimmunerkrankungen vorkommen, in weniger als 30 Jahren um fast 50% gestiegen ist. Normale Antikörper
helfen dem Immunsystem, schädliche Eindringlinge wie Bakterien und Viren zu erkennen und zu bekämpfen. Antinukleäre Antikörper, wir kürzen sie an als ANA, hingegen greifen die eigenen Zellen des Körpers an. Besonders bei Jugendlichen hat die Anzahl dieser ANAs in den letzten 30 Jahren um fast 300% zugenommen. Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Zunahme von Autoimmunerkrankungen mit Veränderungen unserer Umwelt und unseres Lebensstils zusammenhängt. Dazu gehören ungesunde Ernährung, Fettleibigkeit, Schlafmangel, Stress, Luftverschmutzung, Kontakt mit giftigen Chemikalien und Infektionen. Die genauen Ursachen von Autoimmunerkrankungen sind noch weitgehend unbekannt. Trotz intensiver Forschung gibt es keinen eindeutigen Beweis, der die Entstehungsgründe dieser Erkrankungen erklärt. Ein interessanter Aspekt ist der Einfluss von genetisch veränderten Lebensmitteln, künstlichen Molekülen und industriell verarbeiteten Zutaten in unserer Ernährung. Was passiert, wenn unser Körper versucht, seine Zellen und Proteine aus diesen veränderten Materialien zu bilden? Könnte dies das Immunsystem verwirren und dazu führen, dass es gesunde Zellen angreift? Eine weitere Frage ist, wie sich die Aufnahme von künstlichen Stoffen aus Nahrung, Wasser und Luft auf unser Immunsystem auswirkt. Vielleicht erkennt unser Immunsystem diese Substanzen als Bedrohung, aber weiß nicht, wie es richtig darauf reagieren soll. Auch dauerhafter Stress könnte ein wichtiger Faktor sein. Das hektische Leben in Großstädten, finanzielle Sorgen, soziale Isolation und ständige negative Nachrichten können unser Immunsystem in einem ständigen Alarmzustand halten. Diese chronische Anspannung könnte dazu führen, dass das Immunsystem überreagiert und gesunde Zellen angreift. Die meisten Behandlungen für Autoimmunerkrankungen zielen darin ab, das Immunsystem zu unterdrücken. Das Problem dabei ist, dass diese Behandlungen die Betroffenen anfälliger für Infektionen machen. Langfristige Anwendung solcher Medikamente kann dazu führen, das Krebsrisiko zu erhöhen, was besonders bei Menschen nach Organtransplantation besorgniserregend ist, da diese Medikamente notwendig sind, um das Transplantat nicht abzustoßen. Bis wir genauere Erkenntnisse haben, bleibt die Erforschung der Zusammenhänge zwischen modernen Lebensbedingungen und Autoimmunerkrankungen ein wichtiges und spannendes Forschungsfeld. Bemerkungen im Zusammenhang mit Agilcare. Ich denke, jetzt wird es spätestens Zeit sein, etwas über Agilcare im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen zu sagen. Es ist nämlich nicht so, dass der überwiegende Teil der Betroffenen fälschlicherweise, was dieser meint, nämlich, das ginge nicht mehr, da ginge nichts mehr beim Erkrankten an einer Autoimmunerkrankung und alles sei Schicksal. Und dem ist also nicht so. Wir dürfen nicht so defätistisch denken und da gibt es auch keinen Grund dafür. Meine wichtige Information heute für Sie ist, Erkrankungen sind auf Zellenebene symbiotisch mit den dort störenden Mikroorganismen verbunden. Wir nennen sie Pathogene, diese Mikroorganismen. Gelingt es uns, die Mikroorganismen zu eliminieren, so haben wir große Chancen, die Krankheit selbst zu besiegen. Und das gilt auch für Autoimmunerkrankungen. Es lohnt sich also, mit Agilcare das Richtige zu tun, Körperpflege zur Selbstheilung. Wir sind es ja gewohnt, diese Symbiose zwischen den störenden Mikroorganismen und
der Erkrankung aufzulösen und damit für eine Selbstheilung zu sorgen. Und das ist meine wichtige Nachricht. Das gilt auch bei Autoimmunerkrankungen. Gern will ich hier berichten, wie ich zu diesem wichtigen Einsatzgebiet der Dr. Rife-Methode im Umfeld der Autoimmunerkrankungen gekommen bin. Vorab, es war für mich sehr lehrreich. Es war bereits 1987, ich arbeitete im Institut für Nuklearmedizin der Militärmedizinischen Akademie und hatte gerade erst kürzlich erste Berührung zur Methode nach Dr. Rife bekommen. Mir war sehr schnell klar, dass die Erreger Epstein-Barr-Viren, Borrelien und die zu Warzen führenden Viren mit elektromagnetischer Energie zu eliminieren sind. Das habe ich verstanden und habe ich auch in praktischen Beispielen sehr gut miterleben können. Als ich schließlich im mir damals vorliegenden Katalog der Anwendung der Autoimmunerkrankung Diabetes las, machte ich mich völlig unpassend darüber lustig. Ich hatte also gelesen im Dr. Rife-Katalog, dass es auch möglich ist, gegen Diabetes vorzugehen. Und machte mich lustig in folgender Form: Nun übertreibt Dr. Rife aber. Wie soll denn das möglich sein, eine stoffwechselbasierte Erkrankung zu besiegen? Ein hospitierender Arzt aus Sachsen bemerkte nur, wenn man von einer Sache nur wenig Ahnung hat, sollte man sich nicht dazu äußern. Und das war ein zunächst erstmal schwer zu verstehender Satz für mich. Aber bald bemerkte ich, wie bedeutend dieser Satz war. Dieser Arzt wurde übrigens schon bald ein guter Freund. Sicher deshalb, weil er mir so klar die Meinung sagte, was von meiner haltlosen Empörung zu halten sei. Gemeinsam mit ihm untersuchten wir eine stattliche Anzahl von Diabetespatienten auf deren störende Mikroorganismen hin. Bei allen, die sich daraufhin untersuchen ließen, fanden wir einen kleinen Wurm, einen Rundwurm oder auch Spulwurm genannt. Der betreffende Erreger lebt bei den Diabetikern in der Leber. Rundwurm beseitigt bei den Patienten und die Patienten waren ihre Autoimmunerkrankung Diabetes los. Eine Sensation für mich. Seitdem versuche ich, mich nicht mehr zu Dingen zu äußern, die ich noch nicht verstanden habe. Soweit zu meiner Geschichte im Zusammenhang mit Dr. Rifes Methode und Autoimmunerkrankungen. Nur zwei Beispiele noch. Einmal, die Arthrose wird ebenfalls als nicht heilbare Autoimmunerkrankung dargestellt. Mit einigen Methoden von Agecare, aber auch mit der Hochtonfrequenztherapie konnten bisher viele Menschen ihre Arthrose überwinden und ihnen geholfen werden, zu besserer Lebensqualität zu kommen. Über einen konkreten Fall der ALS haben wir kürzlich hier berichten können. Ein Anwender hat ALS überwunden, das wurde ihm sogar vom Facharzt bestätigt. ALS, das ist die amyotrophe Lateralsklerose, ist eine chronische degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, die mit einer Atrophie der Skelettmuskulatur und Pyramidenbahnzeichen einhergeht. Konkret bedeutet es, dass durch die Erkrankung die Nervenzellen geschädigt werden, die für Muskelbewegung zuständig sind. Das hat ein Anwender kürzlich restlos überwunden. Ich gratuliere noch im Nachhinein dazu. Mir kommt es hier nicht darauf an, Ihnen möglichst viele Beispiele zu nennen, sondern Ihnen das Wissen zu vermitteln, dass eine Autoimmunerkrankung nicht die Endstation ist. Allein mit Agecare geht vieles. Wir können Ihnen im konkreten Fall sicher wertvolle Hinweise geben. Dazu erfahren Sie auf folgender Folie, wie Sie uns erreichen. Doch bevor ich Ihnen die nächste Folie zeige, noch eine Bemerkung. Wir haben Sie gebeten, uns Themenvorschläge zu Workshops zu geben. Einige Ihrer Vorschläge hat Claudia in den vergangenen Workshops bereits berücksichtigt. Heute wurden wir aufgefordert, etwas zur Tetanusimpfung zu sagen. Hoffentlich sind Sie mit meiner Aussage dazu zufrieden.
Ich habe keine Spezialkenntnisse zum Impfen und kann nur das sagen, woran ich mich selbst halte. Die Infektion mit einem Tetanuserreger kann so lebensvernichtend sein, dass ich nur dazu rate, sich mit einer Tetanusimpfung, nicht mit einer Mehrfachimpfung, sondern mit einer Tetanusimpfung davor zu schützen. Ehe ich dem Ruf zu Folge-Tetanusimpfungen folge, lasse ich meine Antikörper labormäßig bestimmen. Bisher war das Ergebnis stets so, dass ich deren Anzahl für ausreichend hielt und die Folgeimpfungen vermeiden konnte. Das ist mein persönlicher Standpunkt und ich wiederhole, ich bin kein Spezialist in dieser Frage. Nun zu den versprochenen Kommunikationswegen. Dazu habe ich Ihnen versprochen, die nächste Folie zu zeigen. Und ich hoffe, das gelingt mir. Sie sehen also hier die Kommunikationswege zu uns und nicht nur auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankungen können Sie mit uns Verbindung aufnehmen über die URL ulrich-mtc.de/support. Dort können Sie mit uns mit dem Ticketsystem kommunizieren. Das wird sehr häufig genutzt und ist eine sicherlich sehr effektive Möglichkeit, von uns Auskünfte zu erhalten. Sie können Live-Chat durchführen mit uns und Sie können im Forum hauptsächlich mit anderen Anwendern in Kontakt und in Austausch treten. Sie erreichen uns über die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de und täglich, und zwar montags bis freitags, können Sie über die eingeblendete Telefonnummer unseren Service erreichen. Sie brauchen die nur einmal durchzuwählen, wir rufen Sie garantiert zurück. So wie wir frei sind im Gespräch, rufen wir Sie zurück, das ist versprochen und ist auch üblich. Ja, wir haben auch den kostenlosen Newsletter und Sie können sich für den Newsletter auch anmelden und ganzjährig natürlich Zugang zu unserem Workshop, immer montags 20 Uhr. Und der Vorteil bei den Workshops ist, dass Sie die Aufzeichnung dazu, dass Sie auch nutzen können und in der Aufzeichnung die Downloads durchführen können und Fragen stellen, die wir Ihnen gern beantworten. Schließlich gibt es noch die Agile Smart Wissensbasis. Das ist ein Abonnement, was kostenpflichtig ist. Im ersten Monat 1 € und dann nachfolgend 7 €. Sie können das völlig fristlos kündigen, wenn Sie nicht mehr dabei sein wollen. Dort haben wir mehrere hundert Wissensbeiträge und insbesondere solche Wissensbeiträge, die wir nicht in der Öffentlichkeit nennen dürfen. Wir haben leider schon erlebt, dass wir eben gesperrt wurden, weil wir bestimmte Dinge, und es geht immer um die Wahrheit, gesagt haben. Mehr will ich dazu mich nicht äußern. Wir würden also uns auch freuen, wenn Sie Abonnent, Abonnentin von AgriSmart werden würden. Testen Sie es doch einmal. Das Risiko ist genau 1 €. Und schließlich freuen wir uns natürlich darüber, wenn Sie Empfehlungen zum Kauf von AgriCare weitergeben an Ihre Nächsten. Und das hat den Vorteil, es hat mehr, ich denke, es sind mindestens 3 Vorteile, die Sie haben. Erstens mal tun Sie etwas Gutes für einen Ihrer Nächsten, nämlich ihm die Möglichkeit zu geben, die Lebensqualität zu verbessern. Zweitens können Sie sich freuen, wenn das dann eingetreten ist, die Verbesserung. Und drittens ist es so, dass wir für jeden Kauf, den Sie empfehlen, nämlich Kauf in unserem Shop, und ich habe die Shop-Adresse eingeblendet, dass Sie dafür eine Provision von 150 € bekommen. Also alles von großem Vorteil für Sie und natürlich auch für uns. Und wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin so großes Engagement dabei zeigten, nämlich anderen AgriCare zu empfehlen. Ja, und jetzt freue ich mich, Ihre Fragen beantworten zu können und schaue gleich in die dafür vorgesehene und genutzte Datei, die Renato und Claudia für mich geführt haben.